Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Planlos mit Würfelerde am Minecraft am Mittwoch. Die Katze hat gerade ihren Fisch bekommen, wir haben früher Morgen, die ist noch total verzaubert und verliebt. Ja, irgendwann wächst sie da an auf den Teppich. Wir gehen jetzt aber erstmal los und ich habe da eine Idee. Also, unsere Hütte ist ja echt langweilig mit... Was ist denn mit dem Bambus los? Bist du erwachsen, Kollege? Naja, so ein bisschen. Wir haben ja echt viel Wolle, ne? Wir haben hier graue, schwarze, weiße Wolle. Ich hätte Bock auf Teppich. Wollen wir da mal was machen? Wollen wir uns die Hütten mal so ein bisschen einrichten? Wobei schwarzer Teppich ist ein bisschen drüber, oder? So, wir könnten das natürlich auch einfärben, aber nö. Wo ist denn hier Teppich? Teppich, der Druckplatte? Nein. Hier. Teppich da. Weißer Teppich. Und... Ja, nicht. Oh, Mann, wir haben doch Wolle. Willst du mich verarschen? Jetzt müssen wir das einfärben hier, oder was? Na, egal, warte mal. Wir hatten noch einen Tuschkasten, richtig? Tuschkasten. Da war rote Farbe, rosa Farbe, blaue Farbe und los. Können wir hier machen. Komm, wir sauen hier in der Küche rum. Wir machen hier Sachen. Und zwar können wir jetzt coole... Sachen machen, hoffentlich. Roten Teppich. Und das ist die Wolle alle. Und das war denn schon. Ja. Können wir jetzt roten Teppich machen? Nein. Jetzt haben wir rote Wolle. Das ist auch Müll. Ha. Okay, wir haben roten Teppich. Dann geht der Rest zurück in den Tuschkasten. Ja, wollen wir mit der anderen Wolle anstellen? Keine Ahnung, wie viel haben wir davon? 1, 1, 1. Wollen wir die einfach entsorgen und verbrennen? Warte mal, wir haben ja noch Teppich. 2 davon. So, tak. Ich wäre nämlich bereit, hier einen Teppich zu legen. Der rote Teppich. In der Küche? Nee. Oder doch? Ja, genau. Dann können wir von mir aus hier vorne. Na, vor den Kisten noch einen Teppich machen. Dann haben wir noch 4 frei. 4. Hallo. Das sind ja so die Läufer, ne? So, haben wir den verwurstet? Haben wir endlich mal was Praktisches damit angefangen. Genau. Die Katze hat es gesagt. Die restliche Wolle, die fliegt in unser Lavamülleimer. Dann sind wir das nämlich los. Items vernichten ist auch ganz lustig manchmal. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir uns eigentlich auch mal waschen gehen. So, für immer verschwunden. Egal, wir gehen erstmal in unsere wunderschöne Badewanne. Alle hopp. So, einmal durchwaschen. Ne? Immer schön ordentlich. So, eine Runde rumschwimmen durch den Pool. Das ist so mega geil hier unten eigentlich, oder? So. Dann noch immer abdampfen im Jacuzzi. Ha, schön. Ne, die Poren richtig durchkochen hier. Na nur, hat einer die Heizung ausgemacht? Nee, blubbelt noch. Okay, das war's schon. Dann nochmal abschrecken. Zack. So, und wieder raus. Siehst du, wir haben uns hier waschen. Wir sind wieder schön. Jetzt riechen wir wieder nach Schönheit, alles klar. So, wir gehen jetzt die Mobfarm bauen. Vielleicht brauchen wir nochmal eine zweite Spitzhacke, ja. Und wir müssen dann nachher in den Kreativmodus gehen, aber erstmal legen wir soweit alles frei, soweit wie wir kommen. Ich würde sagen, wir legen auch sofort los, ne? Wir eiern ja nicht lange rum. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Hier waren wir echt lange nicht drin in das Loch, ne? Da bin ich aber wirklich mal gespannt, was die Phase ist. Hallo, wir machen mal zu. Da drüben ist irgendein Durchgang. So, wie weit runter wollen wir denn? Ich wäre bald bereit, dass wir genau hier loslegen. Wir brauchen nämlich eine Breite von 9. Das müssen wir schlau bauen, das Ding. Okay, warte mal. So. Fackeln haben wir noch. Okay.
Ja, warte mal, da wo die Treppen runter. Ne, wir können hier umlaufend so bauen. Okay, dann lassen wir das hier frei. Dann lassen wir das hier quasi als Laufsteg. So. Und dann können wir ja von mir aus hier mit Treppen weiter runtergehen, wenn wir gerade welche hätten. Haben wir aber nicht. Ist nicht schlimm. Wir können uns aber welche machen. Dafür nehmen wir mal die Steinchen hier mit. Oh, und wir haben letztes Mal Andesit gebraucht. Quatsch. Diorit. Hier sind sie. Warte mal. Stufen. Da. Wir nehmen mal alle mit. So. Halt. Wir brauchen auch eine Platte. Das da. Einmal. So. Theoretisch bräuchten wir jetzt noch ganz viel Holz. Quatsch, ganz viel Eisen und sowas. Haben wir aber gerade nicht. Ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht. So, hier geht es dann halt runter weiter, ne? Dann lassen wir das hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da. Wie war denn das? Wenn wir hier stehen. Ja, wir können hier eine Kiste hinstellen, glaube ich. Und hier oben packen wir die Platte ran. Genau. Dann gehen wir hier durch. So. Der Anfang ist ein bisschen schwierig, aber da kriegen wir alles hin. So, wir machen uns mal ein bisschen Licht im Dunkeln hier. Okay, ich glaube ich... Ist das richtig? Ja, ja. Oh, wir brauchen allerhand Sachen. Also, wie gesagt, hier kommt eine Kiste hin. Da kommt ein Trichter. Dann müssen wir hier 1, 2, 3. Ja, 3 nach oben reicht eigentlich. Okay. Könnte interessant werden, weil ich würde das jetzt eigentlich bauen, ohne dass wir hier großartig jetzt was auseinanderreißen, sondern ich würde gerne in den Berg hineinbauen wollen. Pass auf, wir brauchen eine Kiste. Haben wir dafür alle Materialien da? Theoretisch ja. Wir gehen mal nach oben zum Crafting Table und holen uns eine Kiste. So. Da. Okay, das ist doch schon mal was wert. Genau, die kommt nach da. Das müssen wir nachher alles hier wieder zumachen, ist ja logisch. Dann bauen wir uns mal hier nach oben. Wir machen uns hier mal eine Fackel für die Dunkelheit. Weil, ich will das nämlich, wie gesagt, nicht irgendwie extern bauen, sondern ich will es ja in den Berg integrieren, wenn es geht. Und das muss gehen. Okay. Wir haben hier 3 tief. Wir machen mal nochmal einen hoch. Das ist die Höhe, die wir brauchen. Dann gehen wir da auch nochmal weg. Okay. So, wir sind hier. Ja. Von hier aus. Oh, da können wir uns hier hochbauen. Haben wir Erde dabei? Ja. Wir brauchen mal eine Fackel da oben, glaube ich. So. Wir bauen uns hier jetzt hoch. Und dann gehen wir hier. Warte mal, Wasser fließt. Fließt Wasser 8 oder 9? Boah, ne, den müssen wir ausprobieren.
eigentlich. Du musst nämlich. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Mob-Spawner. Und dann müssen wir zu allen Seiten 4 freilassen. Und dann müssen wir unten immer Wasser anlegen. Wir müssen. Ah, okay. 6 tief. Warte. 6 tief. Wir sind hier. Die landen dann da. Dann können wir hier. Warte mal, da. 1, 2. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, ist das total, wenn man verkehrt rumdenkt, ist das schwierig, ist leicht kompliziert. Wir machen nochmal ihn auf hier oben. So, dann können wir nämlich hier rein. Dann machen wir dich nochmal weg. So, wie weit sind wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 wäre hier. Na? Genau, jetzt habe ich die Richtung nicht mehr. Bam, 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 bam. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ist das Käse. Müssen wir genau abzählen, dann wird das alles nichts. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Das könnte funktionieren. Oder, warte mal, oder müssen wir von hier ausgehen? 1, 2, 3, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ist okay. So, warte mal, wir machen erstmal eine Fackel. So, für die Dunkelheit und so. Haben wir Fleisch dabei? Ehre, haben wir. Spitzhacke, haben wir noch eine Reserve. Wird doch nicht reichen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Den Würfel müssen wir jetzt ausheben. Und dann hätten wir hier schon mal die Grundfläche. Und dann müssen wir uns nach oben bauen. Das heißt, wir müssen uns hier eigentlich einen Zugang irgendwie nochmal lassen. Wir machen erstmal außen alle weg. Und ich hoffe, dass es so klappt, wie ich mir das denke. Aber eigentlich müsste. Ich würde gerne erstmal soweit die Grundstruktur mit euch zusammen hier anlegen. Und dann sollte das klappen. So, vielleicht muss das hier nochmal weg. So. Genau. Dann spülen die alle hier runter. Da. Von hier nach da. Wir sind jetzt hier bei 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Okay, in der Höhe müssen wir hoch, komplett. Ist eine ganze Menge und die Spitzhacke ist schon wieder kaputt. Gleich, das ist nicht cool. Wir brauchen hier die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Der Stock bleibt stehen. 1, 2, 3, 4. So, der in der Mitte bleibt erstmal. 1, 2, 3, 4. Da oben drauf. Dahin kommt der Mob-Spawner. Da würde ich mit euch schon mal ganz schnell in den Kreativmodus gehen, dass wir den da schon mal platzieren. Um zu wissen, wo der hin soll. So. Das nach da. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal die Richtung. So, ne, das kommt dann nachher noch weg. Da kommt nachher noch ein Spawn-Ei rein und dann geht die ganze Reise hier los. Wir brauchen jetzt aber erstmal eine neue Spitzhacke. Geil. Wir bauen uns hier einfach ein Crafting-Table. Und dann machen wir uns hier Werkzeug einfach selber. Wir haben noch ein paar Stickies und wir haben Stein. Derart viel, dass wir uns hier equippen können. Sehr schön. Dann können wir nämlich loslegen. Raus die Dinger. Da haben wir die finale Höhe da vorne. Sehr schön. So, dann brauchen wir nachher noch ein paar Wassereimer. Die würde ich mir vielleicht auch über einen Kreativmodus spawnen. Weil wenn wir jetzt hier mit Wasser hin und her rennen, das dauert 1000 Jahre. Kaputt, siehste. Jetzt müssen wir ja viel klatschen hier drinnen, ne? Zack, zack, zack. Aber, glaub mir, das wird lustig. Und da kriegen wir echt XP von. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir da sogar manchmal coole Items von, wie Gold oder so ein Quark. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir einen Zombie-Spawner oder einen Skelett-Spawner nehmen. Also wenn wir einen Skelett-Spawner nehmen, kriegen wir Bögen ohne Ende, wir kriegen Pfeile ohne Ende und wir kriegen Knochen ohne Ende. Mit Knochen können wir Knochenmehl machen. Aber wenn wir Zombies haben, dann kommt auch manchmal so ein Zombie-Händler oder sowas. Und da sind manchmal coole Items in der Tasche. Wäre auch nicht verkehrt. Ne? Also ich glaube, wir nehmen erstmal einen Zombie-Spawner. Da ist nämlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einfach viel mehr XP kriegen. Weil wenn wir so ein Skelett nehmen, da klumpt der einfach ganz schnell die ganze Kiste, das Inventar voll mit den ganzen Bögen und sowas. Das ist nicht so cool. So, warte mal, wir haben hier... Ne, wir müssen hier komplett hoch. Komplett, ja. Gut, gut, so tun wir das. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir mit... Oh, wir haben so übelst viele Spawner in der Tasche. Die müssen wir nachher noch entsorgen. Aber ich habe halt voll Bock, dass wir hier mal so eine XP-Farm bauen. Und in den Berg hinein, das bietet sich halt an. Aber das frisst halt Spitzhacken ohne Ende. Aber ist egal. Ne, davon können wir uns genug machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir brauchen dann nachher aus dem Kreativmodus noch einen Trichter und ein Spawner-Ei. Ah ja, und wir brauchen die Steinplatte nochmal. Krass, wie viel man hier rausballern muss. Ich meine, ist auch ein echt fetter Würfel. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Die Spitzhacke ist gleich kaputt. Da ist es schon kaputt, siehst du. Deswegen habe ich den Crafting Table da, dass wir einfach neue machen können. Und gut, eine Steinspitzhacke, da kommst du halt nicht weit mit. Aber ist halt das Einzige, was wir gerade haben, weil mit Metall ist bei uns nicht so doll, ne? Leider. So, sammeln wir die Steine ein oder nicht? Ja, eigentlich schon. So, zack, zack, zack. Und wie gesagt, wir müssen dennoch höher. Also das reicht noch nicht. Und dann spawnen hier die Zombies. Wir brauchen dann, wie gesagt, noch Wassereimer. Dann können wir die nämlich hier in den Kanal spülen lassen.
Und dann landen die alle hier in der Rinne und dann spülen wir die hier rüber mit Wasser und dann fallen die alle hier runter auf den Trichter und dann können wir so unter diese Platte kaputt kloppen und dann landen die alle mit ihren Items bei uns in der Tasche. Also wir kriegen davon den die XP-Punkte, ne, für's kaputt machen. Und wenn sie coole Sachen bei haben, landet das durch den Trichter in der Truhe und das können wir dann einfach da rausnehmen. Also eigentlich brauchst du 9x9x9 Würfel. Ne, der Spawner muss in der Mitte stehen und dann von allen Seiten 4 weg in alle Richtungen und dann eine Seite machst du einen Schacht ein bisschen tiefer, 6 runter und dann Kiste, Trichter, fertig. Ja, so läuft das. Wir kriegen jetzt hin. Jetzt müssen wir nach oben. Nach oben. Warte mal, wie viel waren das noch? Da waren hier noch 2 Löcher, ne? Oder waren 3? Wie viel sind denn das? 3, okay. Also, 1, 2, 3. Dann müssen wir die finale Höhe haben hier. Ich würde hier oben eine Fackel drin stopfen. Und wenn wir irgendwie Glück haben, finden wir hier so ja noch Metall oder Kohle oder sowas. Ich glaube da zwar nicht dran, aber werden wir sehen. So, kommen wir hier noch in hoch? Ja. Das wird supi. Ich hab da richtig Bock drauf. Da gibt's auch YouTube-Videos zu, wie man so ein Ding baut und sowas. Weil alleine habe ich mir das jetzt definitiv nicht ausgedacht. Ne? Falls der eine oder andere denkt, hä, woher wissen der das? Tupjub verrät euch alles. Tupjub zeigt euch auch alles, was in Minecraft alles so möglich ist. Ist unfassbar. Vor allem, was man alles so bauen kann. Da bin ich jedes Mal total erstaunt. Vor allem, wie lange das dauern muss. Aber ohne Kreativmodus sind viele Sachen halt einfach gar nicht machbar. Aber es ist halt trotzdem mega cool. Ey! Wo ich mir aber ganz oft denke... viele Sachen müssen einfach durch Software irgendwie, dass man das da irgendwie quasi kopiert und einfügt oder so. Da gibt es doch bestimmt Programme für, oder? So, also wenn man jetzt irgendwas baut oder so, kann ich mir ja nicht anders vorstellen. So, wollen wir für die Übersicht hier nochmal eine Fackel drin drücken? Können wir eigentlich machen. Die machen wir nachher alle wieder weg. Ne, weil die Zombies und so, die Mobs, die haben halt keinen Bock auf Fackeln. Aber das müsste doch die finale Höhe sein. Wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, vielleicht. Werden wir sehen. Das wird schon funktionieren, denke ich mal. Hoffe ich mal. Wir werden auch gleich mal gucken, wie das Wasser läuft und dann klappt es schon. Spätestens wenn der Spawner hier auftaucht, weil der ist schon auf finaler Position, dann können wir nochmal abzählen, ob das so klappt und passt und funktioniert und so geht, wie ich mir das denke. Und dann ist das nämlich wunderschön. So. Na guck mal, wir fräsen uns hier so langsam durch. Das geht ja besser, als ich dachte bald. Unser Schwert ist ja schon abgehalftert, aber da können wir vielleicht nochmal ein neues machen. So, da wäre natürlich jetzt mega geil, wenn wir am Verzauberungstisch uns ein Schwert machen, was bei Bonus XP wieder repariert, was wieder heile wird. Dann hätten wir immer ein Schwert, was nie kaputt geht. So was wäre mega cool. Von mir aus könnten wir dann auch mal die Viecher mit der Spitzhacke oder mit der Axt kaputt kloppen, weil wenn wir da Reparatur drauf haben, dann läuft die Sache. So, da guck mal, sind wir fast rum. Super. Wir machen hier nochmal eine Fackel, dass er nicht so trist und dunkel aussieht hier. Zack, zack, zack. So, dann bauen wir uns eine schöne Mob-Farm, eine XP-Farm. In den Berg hinein, einfach weil wir was können. Ja, und das Ding funktioniert immer. Du kannst eigentlich permanent daneben stehen bleiben und es kommt und kommt und kommt und kommt und kommt und hört nie auf. So, kaputt. Ist nicht schlimm. Wir haben noch mehr.
Also wir sind schon mal auf der richtigen Höhe. Das ist schon mal sehr schön. So, dann haben wir das hier mal alles weg. Die Fackel haben wir entsorgt. Das war jetzt nicht so schlau. Dann machen wir da eine neue hin. Ich höre ein Schwein. Bei uns aus der Stallung, oder? So, und hier unten müsste eigentlich gleich der Mob-Spawner auftauchen. Dann würde ich hier rausboxen. Da ist er, genau. Na, da sind wir doch auf der Höhe, dann passt ja alles. Dann habe ich mich vielleicht doch nicht so verzählt. Das wäre natürlich schön. Wie gesagt, der funktioniert jetzt noch nicht, weil da muss noch ein Spawner-Ei rein. Und dass der Mob-Spawner weiß, was er denn zur Welt bringen soll an Viehzeug. Aber ich glaube, warte mal, hier muss ja noch so eine Klappe, also so eine Platte umrufen. Genau, dass die nicht da drüber spawnen, sondern nur da drunter. Und dann fallen die nämlich alle runter, ab ins Wasser und werden in die Rinne gespült und kommen in den Schacht und da auf den Trichter drauf. Dann hauen wir sie kaputt und dann wird alles, was sie bei haben, in den Trichter hineinfallen und dann in die Truhe geleitet. Und wir kriegen dafür XP. Und alle coolen Sachen, die sie so dabei haben. Vielleicht ist auch mal so ein vergoldeter Zombie dabei oder so. Lassen wir das noch. Nee, warte mal. 4 hoch können wir abbauen. Dann lassen wir das da mal noch drauf stehen. Von mir aus gehen wir auch in den Kreativmodus. Wir müssen halt nachher auch hier irgendwie wieder rauskommen. Das wird dann nachher so ein Ding, wo wir nicht mehr reinkommen. Ne? Das ist klar. Es sei denn. Ah ne, wir machen hier komplett dicht. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert oder nicht, wenn die Viecher da reingespült werden. So, warte mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und nach oben hin waren auch 4. Perfekt. Also sind wir hier komplett in der Symmetrie, so wie das sein soll. Das sieht gar nicht schlecht aus. Die haben so übelst viele Items, ne? Wow. Also Stein ist echt krass viel. So, wir müssen dann nur die Fackeln alle rausnehmen hier. Das heißt, einsammeln, 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 alles mitnehmen. Inventar ist eh gleich voll, oder? Die Erde raus. Ah, jetzt kann man da oben an die Fackeln nicht ran. Das ist echt nicht cool. Aber an die da oben nicht, oder? Nee, pass auf. Doch. Sehr schön. Das Ding muss noch weg. Inventar ist fast voll. Alles klar. So, wir haben hier unten noch eine Fackel. Dann brauchen wir Wasser. Das holen wir uns mal schnell über den Kreativmodus. Wir fliegen mal hoch. So. Wassereimer da. Warte mal, den schmeißen wir schon mal raus, dass wir hier ja nicht noch was Neues kriegen. Und das müsste eigentlich. Genau, das läuft genau bis da. Warte mal, wir hauen das mal weg hier. Da war jetzt noch eine Fackel dran, ne? Ist egal. Dann machen wir uns hier nochmal eine hin. Die nehmen wir nachher gleich wieder raus. So, das wird jetzt alles hier runtergespielt. Guck mal, so wie die Fackel. Plupp. Landet alles da. Wenn wir jetzt hier nochmal Wasser hinmachen, dann wird alles hier runtergespült in diesen Kanal hinein. Na, so läuft die Sache. Pass auf, wir brauchen einen Spawner und zwar einen Zombie-Spawner. Zombie-Spawn-Ei, da. Warte mal, die Eimer kommen wieder raus. Der kommt da wieder rein. Dann schmeißen wir das hier wieder weg. Und wir nehmen die Fackel raus. Da kommt schon der Erste. Guck mal.
Und der fällt da runter. Er fällt da. Ja. Und er wird weitergespült. Und fällt in diesen Kanal rein. Sehr schön. Okay, da kommen sie alle schon. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir müssen hier runter. Wir brauchen ja noch einen Trichter. Warte mal. Ja, bleib ruhig. Wo ist denn das Ding? Trichter! Da ist er. Wir müssen hier auch zumachen. Na, sonst wird das hier nicht kritisch. Hier haben wir schon. Warte mal. Okay, hopp mal ab hier. Nein, das haben wir schon abgebaut. Das war ja nicht der Plan. So. Ja, dann müsste jetzt nämlich eigentlich der Trichter da dran sind. Dann können wir. Oh. Ja, dann können wir hier zumachen. Ist die Mobfarm fertig. Guck mal, da kommen sie. Wir gehen erstmal aus den Kreativen wieder raus. Wir haben. Guck mal hier, einen Eisenbarren. Den hat er einfach so bei gehabt. Das ist doch voll geil, oder? Genau, das meine ich nämlich. So kommen wir nämlich an coole Sachen ran. So, wir gehen aus den Kreativen raus und gehen auf Überleben. So, dann fallen die hier runter. Und da die hier durch diese halbe Platte nicht rauskommen, können wir die hier schön kaputt hauen. Kriegen dadurch immer schön XP. Guck mal, da. Ne? Und da fallen immer neue nach. Für immer. Also hier kommt, da, der nächste. So, ist hier was drin gefallen? Ja, 8 verrottetes Fleisch, aber wir haben hier einen Eisenbarren bekommen, einfach nur so, ne, weil der den halt dabei hatte. Mobfarm, mega geil. Ziemlich cool. Da ist der nächste. Wir könnten jetzt hier natürlich auch einen Glasblock reinbauen. Wollen wir das mal machen? Ja. Ich glaube, das wollen wir machen. Die beiden da. Da hauen wir Glas rein. Wir gehen mal nach oben. In der Zeit sammeln sich ja da neue Zombies. Hier können wir alle zerkloppen. Oh. Will jemand schnell schlafen, Lubik? Hallo. Die Tür ist zu. Miezekatze, willkommen. So, schön Füße abtreten auf den neuen Treppich. Und ab nach dem Bett. Dann holen wir uns die Glasklumpen. Namizi, komm mal frühstücken. Ja, ist doch klar, ich weiß. So, Fridolin, lass dir schmecken. Ne? Schön durchkauen mit Gräten, bitte alles. Ja, ich will da nicht rumliegen sehen. Weder ein Fischauge, noch eine Flosse, noch irgendwas anderes. Wir wollten Glasklumpen mitnehmen. Dann können wir nämlich immer sehen, wie voll der Kanal ist. So, Kohle, Glas. Wir haben perfekt. Wir haben 2 Stück im Inventar. Wie geil ist das denn? Warte mal. Bruchstein. Die Kiste war voll. Die Kiste ist fast voll. Die Kiste ist voll. Jupp. Warte mal. Immer nehmen wir mit. Wir haben hier noch Andesit und Diorit. Andesit. Und Diorit. Wir haben Erde. Miau, wir haben was zu essen, wir haben Stufen. Cool. Warte mal. Steinstufen. Das. Und wir packen das da einfach mit rein. Wir haben Eisen. Wie geil. Jetzt brauchen wir. Warte mal. Ja, wir bräuchten eventuell ein bisschen was zum Verkloppen. So. Okay. Hallo Welt. Na Welt, geil. Guck doch mal, wie der Zuckerrohr hier am Wachsen ist. Wir gehen runter in unsere Kammer des Schreckens. So.
Da müssten hier die Zombies schon alle am Start sein. Ist ja keiner da. Hallo? Ey. Wo seid ihr alle? Man muss daneben stehen, ne? Ist ja klar. Hallo. Guck mal da, das ist nämlich so ein anderer. Vielleicht hat der was Cooles bei. So, wir kriegen XP und, naja, wir haben nur verrottete Fleisch. Aber durch so eine coolen Händler kriegst du immer coole Sachen. So, wir können ja in der Zeit, ne, bis die sich hier ansammeln, können wir hier weiter auskloppen. Weil wir sind ja in der Nähe. Jetzt haben wir die Steinstufen weggebracht. Verdammt. Egal. Wenn wir Glück haben, kriegen wir hier nochmal irgendwie coolen Metall oder sowas zusammen. Wir hauen ja hier die Ebene raus und dann schauen wir mal, was sich da so ansammelt, weil, guck mal, die rutschen alle in den Fahrstuhl runter und stecken denn da fest. Das ist eine ganz feine Sache. Ja. Wenn wir Glück haben, kommen wir so nämlich voll cool an Eisen und sowas dran. Weil so richtig viel Glück hatten wir nicht gehabt bis jetzt. Oh. Na klar, das Schwert ist kaputt. Deswegen haben wir erneuert. So, und so ein bisschen ruckizucki aufgestiegen. Jetzt haben wir 19 verrottete Fleisch hier. Jetzt wäre so ein Lava-Mülleimer hier neben cool, dass du das ganze verfaulte Fleisch halt einfach da wieder reinbekommst. Man könnte jetzt auch hingehen und sagen, ja, komm, ich will eine große Kiste. Dann stellst du einfach eine große Kiste hin, ne? Aber... Hallo. Immer schön auf die Füße. Ja. So. Geht schneller als Angeln. Mit XP auf jeden Fall. So, warte mal. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Steinstufen. Wir hauen hier erstmal noch was raus. So, die zweite Lage. Auf der hier oben laufen wir, ist ja klar. Mal gucken. Ein paar Fackeln wären nicht schlecht. Was für einen Abstand haben wir die gemacht? Da sind schon die nächsten wieder, ne? Sind immer drei. Eins, zwei, drei. So. Okidoki. Dann kommt da eine hin und dann kommt... warte mal. Eins, zwei, drei. Oh, die haben wir alle eben zu hoch gesetzt, ne? Oh, oh. Na, ist nicht schlimm. Oder? Warte mal. Ne, ist doch richtig so. Sehr, sehr schön. Wie sie alle drin hängen im Mob-Fahrstuhl. Geil, oder? Völlig cool. Oh, die kriegen sie ja Fallschaden. Das ist ja geil. Warte mal, wir brauchen hier eine Dings hier. Wir brauchen Stufen. Das Schöne ist, wenn wir hier unten bleiben, sammeln die sich da richtig schön drinnen an. Und dadurch haben wir natürlich die... Das Eisen! Ich werd weich! Geil! Naja, es war nur ein Klumpen, aber es ist ein Klumpen Eisen. Ja? So. Wenn wir jetzt dieses Minenloch größer machen würden, hätten wir wahrscheinlich noch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir hier an coole Sachen rankommen würden. Aber ist halt gerade nicht so. Oh, das nehme ich aber gerne mit. Ja, wie geil, den brauchen wir zu verzaubern. Ehre. Ist da noch mehr? Nein. Egal. Nehmen wir trotzdem. Voll geil. Oh, kaputt. Oh, wir haben keine mehr. 24 Lapis Lazuli. Jetzt kommen wir hier nicht hoch, ne? Das ist wieder hochgradig blöd. So. Na, Leute, kommt mal her.
Hier ist natürlich was los, ne? Und das meinte ich, wenn du jetzt hier ein Schwert hättest mit Reparatur oder so. Dann würde das bei den XP einfach nicht kaputt gehen. Guck mal, wir sind bei 21. Wo haben wir gestartet? Keine Ahnung. Da kommen immer noch welche. Okay, hier ist halt einfach nur verfaultes Fleisch drin. Aber wir haben halt einfach voll geil. Wir haben Lapis Lazuli gefunden, wir haben Metall gefunden, wir haben einen Metallbarren. Und da rutschen immer neue im Fahrstuhl runter. Voll geil. So eine feine Sache, oder? So, wir brauchen Spitzhacken. Wir haben noch ein bisschen viel Stein. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr. Ah, wir haben noch eine. Ich wollte Steinstufen machen. Vielleicht wollte ich ein paar mehr Steinstufen machen. So. Jo, naja, ist doch was. Voll geil. So geht das. Wir haben eine Mob-Farm. Hey, wie cool. Na, hat sich schon wieder was angesammelt hier? Bei euch ja. So, so kommt es halt wirklich schnell an XP ran, ruckizucki. Du musst halt einfach nur warten. Guck mal, da kommt der nächste, den fahrst du runter und blub, hallo. Und das kannst du halt mit allem machen. Das kannst du mit wirklich allem machen. Alles, was ein Spawn-Ei hat, kannst du in den Spawner reinwerfen und dann geht's los. Ich habe das auch schon mit Skeletten ausprobiert. Da hast du halt echt viele Bögen und Pfeile und ja. Theoretisch kannst du doch Kamelhändler reinwerfen. Kannst du alles machen, ne? So, darauf erstmal ein Hühnchen. Voll geil. Na, guck mal, wir sind bei 22 XP. Mal ganz schnell eben so, ohne dass wir großartig was gemacht haben. So. Na, dann heben wir das mal schön. Ah, da kommen wir, da warten schon die nächsten. Ist so eine never-ending Love-Story, also das hört da nie auf anscheinend. Sobald wir hier in der Nähe sind, dann wird die spawned und die spawned und die spawned und die spawned. Das ist noch mehr Eisen. Ja, Ehre! Warte mal, das klöppeln wir hier alles raus. Ich will das alles haben. Ist da noch mehr? Ja, da ist noch mehr. Ist da noch mehr? Nein, da ist nicht mehr. Schade. Egal. Dann hat sich das doch schon voll gelohnt, Mann. Okay, der einzige teure ist halt, du brauchst einen Trichter. Und einen Mob-Spawner musst du irgendwo herholen. Aber über den Kreativmodus ist es halt einfach machbar. Das ist eine voll geile Sache. So. Siehst du wohl. Dann fräsen wir uns hier nochmal schön durch. Dann hauen wir die da nochmal alle weg. Und dann würde ich sagen, schmelzen wir unser Metall ein. Und wenn wir dann mal XP brauchen zum Verzaubern oder so, dann können wir hier mal wiederkommen. Theoretisch können wir also mal gucken, da wir Lapis Lazuli haben. Könnten wir vielleicht ein Eisenschwert machen und das verzaubern auf Reparatur oder sowas. Hätte ich ja schon ein bisschen Bock drauf gerade. Und so wie es aussieht, sind wir auf einer guten Höhe für Metall. Was mich außerordentlich glücklich stimmt. So, eine Metallspitzhacke wäre halt geil. So, so. Ah, da bräuchten wir halt Metall ohne Ende. Das Ding ist, ich habe schon überlegt, Mensch, warte mal, ist das so ein kleines Loch bloß? Ja, ich hätte gedacht, wir haben den ein bisschen größer gemacht hier. Das Ding ist, warte mal, wir brauchen hier die nächste Stufe. So. Und dann hier auch nochmal eine. So, sehr schön. Oh, hallo.
Haben wir noch ein Schwert? Nee, du pass auf, dann hauen wir sie mit der Axt kaputt. Das sind echt viele, ist voll geil. So, und schon sind wir bei 23. Oh! Und eine Kartoffel. Cool. Hallo, was hast du dabei? Zeig mal. Ist das lustig. Hey, wie geil. Jetzt haben wir halt einfach nochmal Kartoffeln und Metall und... Cool. Und wir sind perfekt auf diese Ebene hier runtergekommen mit den Treppen. Dann würde ich sagen, klöppeln wir dich hier noch raus. Die Spitzhacke ist eh gleich kaputt. Genau, jetzt. Dann machen wir dich hier noch eben. Vielleicht finden wir nochmal Metall. Wäre natürlich toll. Und dann gehen wir nach oben einschmelzen. Voll geil. So, darauf erstmal eine Fackel in das Loch da rein. Was haben wir gesagt? Immer drei. Eins, zwei, drei. Dann da wieder eine. Eins, zwei, drei. Da eine. Eins, zwei, drei. Da. Und, oh, hier ist ein bisschen schwierig. Warte mal. Ihr seht noch nicht. Wir müssen ja erstmal noch eine Reihe rausballern. Dann sehe ich es besser. Aber jetzt kommen gerade keine Zombies. Die haben gerade keinen Bock. Ist gerade Pause wahrscheinlich. So. Eins, zwei, drei, so. Und den noch. Perfekt. Schön. Ich höre Skelette. Hier ist irgendwo wirklich eine Mine im Berg oder sowas. Oder eine Höhle. Aber jetzt haben wir unseren eigenen Mob-Spawner, wo wir immer schön an XP rankommen. Und wir könnten theoretisch so ein Ding auch nochmal mit Skelette bauen. Dann kommen wir da halt an Knochen und sowas dran. Und Bögen und Pfeile. Weil mit Pfeil und Bogen kannst du richtig geil schießen eigentlich. Aus Entfernung. Da können wir dann mal zu den Pillagern gehen. Vielleicht hauen wir die dann da weg. Was ich aber allerdings nicht weiß, wenn wir jetzt Pillager weghauen, immer komplett, ne? Ob die dann wiederkommen. Was ist denn los hier? Feierabend oder was? Hallo? 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 Mann, jetzt kommt die Kinder mehr. Doch, guck mal, man muss nur rufen, dann kommen sie. Jo, hallo. Dang, 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 dang. So. Ne, rottiges Fleisch. Lassen wir mal hier drin. Guck mal, wie schön. Oh, da wird so richtig hell hier unten. Geil! Komm, wir machen Abgang. Wir gehen nach oben. Wir schmelzen unsere tollen neuen Errungenschaften ein. Und wenn wir Glück haben... Ah, schon wieder dunkel, oder? Ah, wir gehen einfach mal. Oh, da, 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 da. Wir gucken einfach nicht. Hier ist alles so ausgeleuchtet, hier dürfte nichts schief gehen. Wenn wir einen Creeper haben und den nicht sehen, dann ist es ja nicht schlimm. Tür zu, wir sind sicher, alles klar. Komm, wir gehen erstmal im Bett schlafen. Miezekatze, komme schon. Bin ja da. Ich habe mit Monster gespielt. Lass mir mal. So, das war aber eine schöne, aufregende Tagesaufgabe. So. Katze, Fisch. Oh, oh, ist bald wieder alle. Wir müssen angeln gehen. Mieze, da. Hau rein, Junge. Okay. Die Spinne ist noch voll am Start. Ja, wie cool. So, pass auf. Was wollte ich machen? Bambuse, was geht? Ich kann ja nicht mehr gucken hier nach oben. Hallo? Dann müssen wir gleich mal abchecken. Und jetzt dadurch, dass die Platten hier dran sind, können wir da nicht mehr... Nee, wir kommen nicht dicht daran. Schade. Was wollte ich machen? Eisen. Wir haben eine Kartoffel. Die müssen wir in die Wächshaus drin stecken. Ich wollte machen ein Schwert aus dem Metall. Okay, wir wollten Metall einschmelzen. Wir haben einen Schmelzofen. Der macht das viel besser. Der hat ja noch Brennstoff drin. So. Guck mal, wie schnell der das hier durchballert. Sehr cool. Dann haben wir auf jeden Fall das Eisen vom Schwert wieder drin. Ich hätte echt Bock, dass wir das Schwert verzaubern. Und umso mehr XP, umso bessere Verzauberungsbücher bekommen wir. So, wir haben 23. Da könnte man vielleicht was mit reißen, oder? Wir schauen mal. So, das Metal haben wir 7. Stecken wir mal zurück. Wir haben Kartoffeln. Lapis Lazuli. Wir gehen mal hoch.
Haben wir oben noch Bücher gehabt? Oh, La Bambuse ist aber hoch hier. Guck dich das an. Ja, schön. Guck mal, der ist schon bis hier oben angekommen. Ah. Wie so ein Kabelschacht. Voll geil. Fischies. Doing, 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 doing. Okay, warte mal. Wir gehen ihn runter. Ja, mau, Katze, ich weiß. Macht man nicht. Da wollen wir hin. Infas Hauptwohnzimmer. Hogwarts, hallo. So, warte mal. Wir haben ein Buch. Wir haben Lapis Lazuli. Jawohl. Wir zaubern. Wir packen da ein Buch rein und wir packen das da rein. Was haben wir hier? Was? Feuerschutz. Durchbohren. Nein. Mehrfachschuss. Nein. Nein. Guck mal, hier bräuchte man theoretisch 30 XP für. Feuerschutz. Durchbohren. Warte mal, was hatten wir denn hier für ein Buch? Was war das? Wasserläufer, Treue. Nee. Wollen wir das mal probieren? Tada! So, wir gehen dann an Boss. Wir haben das Schwert. Wir haben Durchbohren. Reparieren. Nein, ich will nicht reparieren, ich will verzaubern. Oh, wo war denn das? Warte mal, wo war denn das? Wo musste man das machen? Hey, warte mal, hier fehlt hier nicht was? Hat wir in der Küche nicht so ein Ding? So ein Schleifstein oder sowas, ne? War das nicht so? Warte mal. Wir haben so ein Ding nicht, ne? Nee, wir haben so ein Ding nicht. Verdammte Hacke, warte. Warte mal. Bim, 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 bim. Nee, wir müssen mal hier rangehen. Da. So ein Ding brauchen wir. Steinstufe, das kriegen wir aber hin. Das haben wir ja alles. Warte mal, wir haben einen Keller. Wir bauen uns mal so einen Stein. Ich glaube, damit konnte man verzaubern, ne? Selbst die Katze sagt, yo. Hier sind doch so eine Dinger, guck mal. Was fehlt denn? Das muss eine Steinstufe sein? Ernsthaft jetzt? Warte mal. Ja, wir gehen nach oben. Können wir das Ding brennen? Nee, ne? Nee. Aber wir können das brennen. Würde im Schmelzofen deutlich schneller gehen, ne? Ist ja klar. Wir brauchen 3 Steine. 3. Na, da kriegen wir hin. Ja. Ich hätte da jetzt voll Bock drauf. War das so? Ich glaube, ja. Mann, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will jetzt hier keinen Quatsch machen. Aber wir bauen das Ding da unten drin und dann ist das fertig. Ich möchte sagen, das war so. So. Inventar zusammenmüllen. So. Wir gucken mal. Warte mal. Halt. Können wir doch jetzt davon. Jetzt können wir davon 6. Das da. Einmal. Danke. So. Wir gucken. Wir gehen hoch. Die Bambuse hält uns auf. Okay. La Bambuse. Ist aber schon ein ganz schön hoher Stock. Guck mal, bis da. Voll geil. Bambusfetzt. Hallo. Na da. So, jetzt reparieren und entzaubern. Nein, ich will verzaubern. Ey. Oh. Warte mal. Das war doch hier. Reparieren und binden. Nee. Hä, bin ich jetzt bescheuert? Warte mal.
Bitte keine Antwort darauf. Wir müssen mal hier gucken gehen. Das haben wir doch völlig umsonst gebaut gerade, ne? Was ist denn... Warte mal. Braustand. Nee, ich will keine Lore. Nee, die machen wir da raus. Schmiedetisch. So ein Ding haben wir in der Küche. Dann gehen wir wieder runter. Okay, wir Jugend forscht. Wir probieren. Wartet hier dran? Nee. Doch, oder? Warte mal. Ausrüstung. Na klar. Nee, hä? Warte mal. Schmiedevorlage zufügen. Ich krieg hier einen Anfall. Was ist denn das? Warte mal. Aber dann hört es doch bald auf. In der Truhe. Amboss. Nee, muss doch da. Wie war denn das nochmal, sag mal? Was ist das hier? Ein Bienenstock. Bogentisch. Schleifstein. Wie kann man denn das nochmal zusammenbauen? Oder geht das einfach so? Warte mal. Muss man das hier machen? Ne, da muss man doch irgendwo... Oh Gott, wie war denn das? So, okay. Ich würde gerne nochmal was ausprobieren. Wir hatten doch oben noch ein anderes Buch, weil... Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Metallschwert ja nicht verzaubern können mit dem Buch, was wir da haben. So, wir gucken nochmal nach. Hallo! Hier ist noch... Warte mal. Durchbohren. Wasserläufertreue. Das funktioniert, Leute. Wir packen hier das Schwert rein. Und hier das Eisenschwert. Inventar. Aber wieso geht denn das nicht? Geht auch nicht. Die geht auch nicht. Oder haben wir nicht genug Level? Wir haben 22 eigentlich schon. Ha. Ja. Es ist verrückt. Okay, Leute, pass auf. Wollen wir nochmal gucken, ob da noch ein paar Zombies drin sind? Ich würde die gerne nochmal weghauen. So. Wir haben auch echt viel Zeug wieder im Inventar. Wir müssen das vielleicht mal ein bisschen entrümpeln hier. Die Steinstufen würde ich vielleicht mitnehmen. Weil wir haben ja da eine Kiste. Aber den ganzen anderen Rest, so Bruchsteine und sowas, können wir eigentlich immer aussortieren hier. Hier war auch schon voll, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Und... Wir haben sehr viel Diorit, das ist voll geil. Das brauchen wir alles nicht. Hier ist noch Granit. Sag mal. Miau. Andesit, Steinziegel, Stein, Bruchstein, Granit. Ich muss schon sagen, hä, haben wir nur ja nicht viel Granit? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, Steinstufen. Nein, ja. Wir nehmen die noch mit. Genau. Ah, Lapis Lazuli muss nach oben. Den brauchen wir zum Verzaubern. Wir gehen hier lang. Ein Fahrstuhl wäre geil. So. Ha, ja, mit dem... Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. So, in die Kiste packen wir rein. Das und wir packen das und das da rein. Wir haben noch eine Kartoffel. Können wir die Kartoffel verzaubern? Das ist ja verrückt. Lederstiefel, wir nehmen das mal mit. Wir haben doch Wasserläufer, ne? Klar, warte mal. Ich will das jetzt mal ausprobieren, kann ja wohl die wahr sein. Was war hier? Wasserläufertreue. Vielleicht klappt das ja. So, wir packen rein Stiefel. Wir packen rein das. Und es geht. Verzauberstufe. Wasserläufer 3. Das ist voll geil. Siehste, klappt ja doch. Wollte schon sagen, hä, jetzt halt auch fast an meinen Glauben geglaubt. Dass der Glauben nicht mehr an mich glaubt, aber klappt. Wir müssen pennen. Zappenduster da draußen. Mieze, ich komme. Mach dich bereit, es geht los. Haben wir das auf jeden Fall auch schon mal erklärt und gelernt. Hallo, Fridolin. Ab nach dem Bett drinne rein. Ja.
Mir wäre eigentlich ganz lieb, wenn du auf dem Bett sitzt, mein Katerchen. Entschuldigung. Ey, lauf nicht weg. Bleib hier. Komm her. Ja, komm. Ich hab Fisch in der Hand. Komm her. Komm. Komm. Setz dich aufs Bett. Setz dich aufs Bett. Setz dich aufs Bett. So. Da bleibst du sitzen. Hast du gehört? Du kriegst dafür nochmal extra Fisch, weil ich dich leider erhauen habe. Tut mir leid. Okay, warte mal. Die sind leider kaputt. Warte mal. Haha, wir können noch reparieren. Haben wir hier irgendwo noch einen Amboss in der Bude stehen? Nee, ne? Hier war nur ein. Nö. Aber wir haben da noch olle Lederstiefel hier. Die da. Wir könnten reparieren. Wollen wir mal probieren, ob das geht? Hallo! So, wir packen die da hin. Ja, und wir packen die dahin. Und dann kriegen wir hier Wasserläufer 3. Sind die dann komplett heile? Ja. Okay. Schutz 1. So. Wir müssen krasse Schuhe. Olle stinke Lederstiefel. Ja. So, wir bringen die Kartoffel weg. Wir haben Rummi zaubert. Cool. Klappt ja doch. Siehst du, wollte schon sagen, hä? So, wir packen die Schuhe in die Kiste rein und gehen raus. Ach, man sieht da ja nicht mehr hier. Aber krass, wie der olle Zuckerrohr auch unter dem Dach hier wächst. So, haben wir alles eingesammelt? Ne, hier hinten ist noch was. Okay. So, wir stecken die Kartoffeln in der Erde. Hallo, Gewächshaus. Alter, was ist denn hier los? Oh, ist ein bisschen zu tief. Hier wächst nichts. Die kann nur nicht wachsen, weil da wächst halt nichts. Müssen aufpassen, dass wir die Glasscheibe nicht zerhauen. Kartoffel. Sind die schon reif? Nö. Die reif? Ja. Aber ja. Wie geil. So, heißt, wir haben jetzt noch viel mehr Kartoffeln. Oh, wir haben eine faule Kartoffel. Cool. So. Ha! Siehst du. Wir haben noch drei. Eins, zwei, drei. Können wir die verfaulte in den Kompost schmeißen? Negativ, das ist blöd. Gut. Dann nehmen wir noch mal ein paar Zombies verkloppen da unten, würde ich sagen. Na, oh, Bambus am Wachsen, hallo. Krass, wenn man Bambus jetzt noch verwursten könnte, ne? Immer Metallschwert. So, wir gehen nochmal zum Fahrstuhl hier. Hallo. Los, fallt runter. Ich bin jetzt da. Ich bin bereit. Kann losgehen. Da, guck mal. Ich hätte gerne Reparatur oder sowas. Wir hängen ja da in der Luft rum. Hallo? Ist hier was Gutes drin, nee. Guck mal, die haben extra auf uns gewartet hier. Aber so XP-Farm ist voll geil. Guck mal, wie das abgeht. Na? Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, ich warte jetzt auf euch, Leute. Hallo? Ihr könnt kommen. Na, kommt. Ich warte. Was ist denn? Hallo? 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 Ah. Ist da was drin, nö. Wie gesagt, manchmal hast du Glück. Na, dann kommt halt was. Ach, guck mal, jetzt kommen sie aber alle wieder. Herrlich. Cool einfach. So, wollen wir sie nochmal in die Jeben hier kommen?
Du kannst das auch, glaube ich, mit Piglin, also mit dieser ollen komischen Schweine machen und so. Da kommst du halt schnell an Gold ran. Aber ich glaube, die halten sich hier in der Welt nicht lange, ne? Ja, also auf jeden Fall kommen wir hier, wenn wir wollen, schnell an XP ran. Das ist sehr, sehr schön. Freunde, das war's für heute. Warte mal, wir können noch mal schnell die... Oder Gammelkartoffel. Ja, das Schwert nehmen wir mit. Oder lassen wir das hier unten? Haben wir noch ein Steinschwert auf Tasche? Nein. Wir lassen das mal da. Ne, zum Verkloppen. Okay. Warte mal, die Spitzhacke, die packen wir noch runter. So, dann haben wir noch mal ein bisschen... Hier müssen wir eine Crafting-Tisch müssen wir machen. Wir machen Papier. Da müssen wir die Kühe nochmal ranzüchten, dass wir wieder an Leder kommen. Weil wir brauchen Bücher, 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 Bücher. Wir müssen mehr verzaubern. So, wir züchten erstmal nochmal schnell ein paar Kühe ran. Ah! Nee, wir züchten gerade keine Kühe. Hau ab hier. Wo kommt denn der her? Hat der eine Macke? Der soll verschwinde aus meinem Garten, sag mal. Kann ja wohl die wahr sein. Ich hab daher keinen Bock auf den Typen, ne? Hau ab da. Du wohnst da nicht. Geh weg. Deswegen will ich eigentlich irgendwann noch mal so einen Nebeneingang haben für das Haus oder so. Oh, es kommt da unten her. Nee, kennst du so eine Leute, auf die du einfach ja keinen Bock hast, die immer angeschissen kommen? So ist er auch. Komm, wir pesen einmal ganz schnell dran vorbei. Oh Gott, der hat gerade wieder kurz... Wir hatten Ewigkeiten Ruhe mit so einem Viehzeug, ne? Und jetzt ist hier... Tür zu, okay. Oh. Ein bisschen Paper, wir haben noch ein bisschen Zuckerrohr, ein bisschen Paper, das machen wir super. Geil. 15 und 3 sind Achsen. Hat da nicht so geklappt. Was ist denn hier? Ich möchte sowas von verzählt. Nee, warte mal. 13. Was ist jetzt hier los? Komm, wir mischen nochmal neu. So, wird dann Schuh draus. Genau. Wird das sagen. Hä? Was ist da los? Passt. Oh, übelst viel Papier. Ehre. Als hätten wir nichts mehr. Naja. Oh, ist aber wirklich viel. Die verfaulte Karotte. Und ich wollte eigentlich die Stufen da lassen, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Das kommt erstmal hier in den Mülleimer. So. Und so ein Ding bräuchten wir vielleicht mal bei der Mob-Farm. Dann können wir nämlich das ganze verrottete Fleisch da wieder entsorgen. Aber das machen wir ein andermal, Freunde. Für heute sind wir fertig. Ja. Ich wollte eigentlich... Ist der Idiot noch da? Nee, komm, wir gehen schnell Kühe füttern. Ist hier noch Weizen drin? Ja. Oh Mann, ich werde hier echt paar... Wir müssen hier noch mehr Fackeln aufstellen, ne? Der hier an, auf doofe Ideen kommt der Typ. Das geht ja gar nicht. Zack, zack und zack und zack. Ich möchte den hier nicht haben. Nein, nein, nein. So, wir gehen hier rein. So, zieht durch, ja? Ich will hier ein paar XP haben. Bitte, danke, so, danke. Ja. So, und... Wiedersehen. Das ist noch da. Es ist wunderbar. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind durch. Ist der da? Nee. Wir könnten Bambus schlachten. Okay. Ich würde beim nächsten Mal vielleicht doch nochmal gucken, dass wir so ein... Ist die Tür zu? Oder ist sie zu? Die ist zu. Dass wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal so einen Lava-Mülleimer bei uns da an der Mob-Farm bauen. Und dann würde ich mich vielleicht langsam mal der Burg widmen. Was haltet ihr dann davon? Na, da drüben auf dem Hang. So, ungefähr so. Die werden wir auf jeden Fall im Kreativmodus bauen, weil so viel Baumaterialien, wie wir dafür verschlingen und verbrauchen werden, kannst du so einfach ja nicht ranfummeln. Oder wir bauen uns da noch tiefer in der Erde. Da wir mal an coole Sachen rankommen. Vielleicht stoßen wir auf Lava oder so. Ja, aber mit dem wunderbaren Ausblick auf das Gewächshaus verabschiede ich mich. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch und rein hauen.